1915 bis 1918, Erster Weltkrieg. Der Friedensvertrag von Saint-Germain zerreißt Tirol. Südtirol wird zu Italien geschlagen. Der Faschismus kommt an die Macht. Alles, was deutsch ist, wird in Südtirol verboten. Italien bereitet den Krieg mit Abessinien vor. Im Lande herrschen Arbeitslosigkeit und Existenzangst. Andreas Thaler, österreichischer Landwirtschaftsminister, ist besessen von der Idee einer Tiroler Kolonie in Brasilien. Wie ein Wanderprediger wirbt Minister Thaler für die Auswanderung. Die Nordtiroler sollen der Arbeitslosigkeit entkommen, den Südtirolern verspricht er ein glückliches Tirolertum ohne Mussolini-Faschismus. Brasilien hat Thaler in übertrieben leuchtenden Farben beschrieben. Auch in Südtirol löst Thaler fantastische Vorstellungen aus. 1933. Der erste Transport von Tiroler Auswanderern verlässt den Hafen von Genua Richtung Brasilien. Bis 1938 folgen weitere Transporte mit insgesamt 789 Menschen. Die Erwartung in der neuen Heimat war groß, doch erwartet hat sie ein hartes Leben. Geschenkt wurde den Auswanderern nichts. Wurde in Südbrasilien die Siedlung 13 Linden gegründet. 13 Linden, Treze Tilias o Tirol Brasileiro, wurde zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte, wo heute, nach 75 Jahren, fern der Tiroler Heimat, Tiroler Brauchtum noch gelebt wird. Ein kleines Mädel in Abendschein. Nimm du mich hier vor, nimm mich in meinen lieben alten Heimatchor. Einschlag. Die Jubiläumsgründungsfeier wird zu einem farbenprächtigen Tiroler Volksfest. Mit dem 13-Linden-Marsch, gespielt von der Musikkapelle aus Nordtirol in braunen Röcken, gemeinsam mit der Musikkapelle von 13 Linden in roter Tracht, wird das Jubiläumsfest feierlich eröffnet. Verbände und Vereine in schmucker Tiroler Tracht bilden den Festzug. Viele Besucher aus nah und fern, vor allem aus der alten Heimat, sind von so viel Tirol-Bekenntnis beeindruckt. Im Rathaus von 13 Linden sitzen von 9 Räten 8 Tiroler und ein Italiener. Gemeindepräsident José Unterberger ist Tiroler Abstammung. Die Gemeinde 13 Lindens, die setzt sich aus ganz verschiedenen Ethnien zusammen. Es gibt hier Österreicher aus fast allen Bundesländern Österreichs und auch Südtiroler sind hier in 13 Linden, sogar ganz einige. Und auch Italiener, viele Italiener.
die aus der Gegend von Trentino stammen. Es gibt auch Deutsche und auch Einheimische. Diese ganze Zusammensetzung dieser verschiedensten Ethnien, die führt hier in Dreizehnlinden ein ganz harmonisches Zusammenleben. Meine Eltern sind eingewandert im Jahre 34. Die waren neu verheiratet, haben mehr oder weniger die Hochzeitsreise auf dem Schiff gemacht. Ich bin hier geboren. Heute sind wir die erste Generation schon so, dass wir unseren Kindern wieder eine Zukunft sichern konnten. Wie ich als Kind in Waldschnofen zur Schule ging und meine Schwestern schon viel älter waren, da sind dann andere Kinder gekommen, ganz enthusiastvoll und haben gesagt, wir fahren nach Amerika, da wachsen die Zuckerlen auf die Bäume und die Schokolade und da werden wir schön haben. Uns ist das vorgekommen, dass wir da nicht mitfahren können. So sah die Koloniegründung von Dreizehnlinden wirklich aus in jenen Jahren, als manche in Südtirol meinten, im herrlichen Tropenland Brasilien wachsen die Zuckerlen und die Schokolade auf den Bäumen. Dreizehnlinden ist mehr oder weniger aus dem Urwaldboden entstanden. Wie sie hier in Dreizehnlinden angekommen sind, die Einwanderer, die haben hier natürlich eine ganz andere Welt vorgefunden, als sie drüben kannten. Das hat wahrscheinlich ziemlich lange gedauert, bis sich die hier eingelebt haben. Jetzt bin ich wirklich da und ich bin einfach begeistert. Ich muss diese Arbeit, die sie da gemacht haben, einfach bewundern, weil wenn ich da durch die Wiese so gefahren bin oder durch den Urwald, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da so eine Leistung verbringen kann. Ja, ich bin in Waldschnofen geboren. Und wann sind Sie dann ausgewandert? Ja, mit den Knolzeisen. Gleich mit den Knolzeisen. Wie alt waren Sie? 2,5 Jahre. Mit 2,5 Jahren sind Sie da hergekommen? Ja. Also Sie können sich nichts mehr erinnern? Nein, gar nichts. Gar nichts mehr. Und wie war das dann in den ersten Jahren da? Die ersten Jahre war schlimm gewesen da. Ich habe mal halt mitgemacht, mein Vater und dann. Warum? Ja, weil es nichts da gewesen ist, ne? Urwald. Ne? Der Großvater, sein Bruder ist auch Bürgermeister gewesen in Waldschnofen, der Johann Knolzeisen. Manche haben alles verliert, wenn die Krieg, ne? Nach Sanoma gekommen. Es sind 6 Kinder gewesen. Die Großmutter, die hat immer gesagt, die hat immer Sehnsucht von dort gehabt. Viel Sehnsucht. Sie hat immer gesagt, von Latemar, von Rosengarten, von Schnee. Mein Vater, der war aus Waldschnofen. Und ist im Jahr 37 nach Dreizehnlinden mit der Gruppe, ich glaube, die Gruppe Nummer 7, ist er nach Dreizehnlinden gekommen. Das war Zwischenkriegszeit, da waren es schlimme Zeiten. Und sie waren halt arm, sehr arm. Mein Großvater war ein Schmied und in Waldschnofen. Und der Vater als Jugend hat halt Schuster gelernt. Und das war halt schlecht für Arbeit zu finden. Und dann war gerade die Zeit, wo die Auswanderung da gewesen ist. Sie haben das alles verkauft. Meine Großmutter ist mit 65 Jahren umgekommen, mit den 3 Kindern. Es war schlimm, sie haben müssen mit in den Wald anhacken. Und als Schuster hat er müssen mit der Landwirtschaft anfangen. Meine Mutter ist schon eine deutsche Abstammende gewesen und sie war eine Bauertochter und sie hat schon ein bisschen von der Landwirtschaft sich ein bisschen mehr auskennt. Sie haben halt gemeint, die Südtiroler halt, die müssen noch heim machen und bei uns ist das nicht so nötig, weil man halt allweil kriegen hat. Ich weiß nur, dass der Tata allweil gesagt hat, wir sollen halt ein bisschen
das Brot schätzen, weil das, sie haben halt schon ein bisschen in Umfang. Ist es nicht leicht gewesen. Bilder von 1978. Sie zeigen kein beneidenswertes Leben. 45 Jahre nach der Auswanderung ist noch nichts zu sehen vom großen Aufschwung, der folgen sollte. Aber nachher haben sie angefangen zu arbeiten und Haus bauen und Ackerpflanzen. Hunger gelitten als Kind haben wir nie müssen. In Brasilien, was man pflanzt, gibt es. Sie haben sich langsam aufgebaut und so ist es gegangen. Und heute geht es alle gut, Gott sei Dank. Wann sind Sie herübergekommen? Mit 6 Jahren. Und wie war das so? Ja, ich war ein Kind. Ich bin mit den Eltern mitgereist. Die Mutter war vom Böhmerwald und der Vater war von Oberösterreich. Und der Vater hat den Fimmel gehabt, er will nach Ausland, Ausland, Ausland. Und nachher ist er halt, hat er das Buch von Thaler gelesen und dann hat er gesagt, er will da hinfahren. Nachher sind wir halt da in den Urwald reingekommen. Ist halt so gekommen, dass wir geheiratet haben. Ich war 50 Jahre. Wer war der Mann? Anton Battis. Mein Vater ist der Anton Battis, der ist von Fels am Schlern. Schwierig enden gewesen, da haben sie gesagt, jetzt gehen wir um nach Brasilien, haben mehr Hoffnung gehabt. Ich meine mehr wegen der Politik, weißt, da haben sie die Faschisten gehabt und das. Und der Großvater war dabei beim Ersten Weltkrieg. Und dann hat es auch nicht mehr ganz gepasst, also, dass wir da eine Heimat verloren haben für die Italiener. Dann ist die Krise gekommen, dann sind alle ausgewandert. Da haben wir halt Schwierigkeiten gegeben, kein Geld mehr da gewesen. Dann haben sie auch ins Ausland gegangen. Meine Mutter kommt aus Südtirol, von Lingmoos, und sind hier vor dem Zweiten Weltkrieg nach Brasilien gekommen mit ihren Eltern. Sie hatte 13 bis auf 14 Jahre und haben sie hier angesiedelt. Ich wusste ganz wenig von der Geschichte. Die Mama hat wenig erzählt und wir haben keine Frage gestellt. Wir wussten auch gar nichts. Und jetzt würde es mich sehr interessieren, aber jetzt ist es zu spät. Mein Vater ist von Frankart eingewandert, 1937. Und war ein Bruder vom Freiheitskämpfer Sepp Kerschbauer. Was wissen Sie noch von Ihrem Onkel? Was die Tante geschrieben hat, die Tante Luise. Der Vater hat immer nur Gutes von seinem Bruder. Hat das einfach nicht wollen annehmen, dass er im Gefängnis war. Das hat er gemeint, das dürft nicht, der müsste frei sein. Hätte sie das nicht verdient, weil er wollte ja nur Gutes tun. Meine Mutter hat immer viel von Sepp gesprochen, weil der war ein Bruder von meinem Großvater. Und hat sie immer die Geschichte erzählt von den Freiheitskämpfern, wo er war und die Geschichte aus Südtirol. Hat der Sepp Kerschbauer euch einmal geschrieben aus dem Gefängnis? Das durfte er, denke ich, nicht. Die Tante hat dann immer geschrieben. Die durfte nicht schreiben, die Wahrheit. Sie musste halt vieles verstecken. Sie konnte nur schreiben, was sie durfte schreiben. Das hat dem Vater dann immer so leid getan. Der Vater wollte immer hinüber. Ja, wir waren klein, war es nicht leicht, war es schwer. Er hat also seinen Bruder Sepp nie mehr gesehen. Nein, nie mehr gesehen. Südtirol ist doch so schön. Klausen, das war ja, war meine Heimat. Da, wo wurde ich geboren, haben Hunger gehabt, Geld hat keins gegeben. Die Bauern waren, haben die Sachen eingegraben, damit sie dann essen können. War ja schrecklich, der Krieg war schrecklich. Meine Tante ist 1922 nach Brasilien ausgewandert, und zwar als Missionsschwester. Dann ist sie von Rio de Janeiro nach Santa Catarina
hinunter und hat eine Lehrerin gemacht. Und dort hat sie ihren Mann kennengelernt und geheiratet und 8 Kinder bekommen. Ich liebe Südtirol. Südtirol, Nordtirol, das heilige Land Tirol. Ich habe immer gespielt, Klavier, die Lieder von Tirol und auch die Lieder, die Andreas Hof, wir Kind, die deutsch sind. Vergessen das nicht. Da habe ich noch einen Brief vom Jahr 2004 und da war sie ja 102 Jahre alt schon. Alles stimmt. Alles geht fort. Und die Tränen auch. Ist ja ganz schön, dass ihr da seid und sozusagen die Südtiroler auf irgendeine Art und Weise aufstöbert. Josef Knolseisen. Ja, dieser Josef Knolseisen, das war ein Onkel von diesem Ferdinand Knolseisen, den wir da oben das Grab gesehen haben. Das war eben auch ein Bruder von Josef Knolseisen aus Welschnofen aus Südtirol. Und Maria Knolseisen aus Pirchabruck, Südtirol, 1894 geboren. Phil Simon Rohrer Johann, Rifian Weidbruck, Südtirol. Josef Unterberger und Clara Unterberger, das sind meine Eltern, die hier in diesem Grab begraben liegen. Sie sind nach 13 Linden eingewandert, damals im Jahre 34. Die Pioniere sind im Oktober 1933. Der große Transport, der ist dann im August 34 gekommen. Und das war der Gründer von 13 das Linden? Das war der Gründer von 13 Linden, Andreas Thaler, Ex-Landwirtschaftsminister von Österreich. Das war jener, der die ganze Auswanderung organisiert und in Gang gebracht. Ich finde das außerordentlich nicht nur schön. Das ist eine Geste, die man mehr oder weniger gar nicht so richtig bewerten kann. Eine Gäste des Landes, der alten Heimat, immer wieder dafür interessiert, was mit den Leuten geschah, die von drüben weg sind, auf der Suche einer neuen Heimat. Sie sind ja die jüngste Tochter vom Minister, ja. Thaler, des Gründers von 13 Linden. Sie sind mit Ihrem Herrn Vater herübergekommen. Der Vater war vorher schon da. Da ist er zurückgefahren und hat uns geholt. Ich war 5 Jahre, wie mein Vater gestorben ist. Meine Mutter, die hat sicher ein schweres Leben gehabt. Meine Mutter ist so kurz gekommen. Die Mutter, die wird so wenig erwähnt. Und die ist 30 Jahre Witwe gewesen und hat eigentlich sehr viel beitragen mit den Dingen, also mit den Durchhalten und mit den Dingen. Also, die, also was die Mutter anbelangt, da muss ich schon sagen, da haben. Da darf man stolz sein, dass man so eine gute Mutter gekriegt hat. Das ist, weil die hat viel beitragen für 13 Linden. Wenn man als Kind auswandert, dann kann man nicht sagen, was richtig ist oder Ding ist. Aber vielleicht wisst ihr, ob das besser ist, dass er das gemacht hat oder nicht. Es sind ja viele Südtiroler auch umgefahren. Wenn man so bedenkt, wie viel das so von so einem kleinen Dorf weggeht, Produkte, was Milch und Fleisch und solche Zeugen und Dinge alles ist. Ich meine, da hat Brasilien schon keinen Nachteil gehabt. Auch mit den ganzen Schulen, was sie da aufgebaut haben und wo die Brasilianer die Möglichkeiten gehabt haben, zu den Schulen mitgehen, was früher nicht da gewesen ist. Wenn man so bedenkt, wie viele arme Brasilianer zu der Zeit da gewesen sind und heutzutage haben sie alle ein Haus mit dem Boden drin. Da hat der Vater richtig da. Sagen wir so. Der Bürgermeister von 13 Linden, Rudi Ohlweiler, deutscher Abstammung, ist in der 4. Generation in Brasilien. Aqui predomina a colonização austríaca. Entende? Porque todos os costumes, eles se fixaram na imigração. E a história de Três de Tílias, ela realmente preserva a tradição austríaca até os dias de hoje. Então, a nossa
A questão de etnia hoje mais forte aqui no nosso município é a austríaca, que se demonstra através do folclore, da música, da arquitetura, da gastronomia, entendo, dos costumes. Tipo aos Tirol gekommen sind, aus Vorarlberg ou aos Südtirol. E tu merkst es fast bloß aus der Dialekt, wo sie sprechen tun. Für uns sind sie alle Österreicher, sind sie alle Tiroler. Wir haben auch keinen Unterschied, von wo sie sind. Die Leute haben alle Arbeit und Sozialprobleme haben wir nicht viel. In der sonnigen, hügeligen Landschaft, wo es im ganzen Jahr grünt, ist Vieh- und Landwirtschaft neben dem Tourismus, der Bildschnitzerei und dem Handwerk eine der Haupterwerbsquellen. Von den Tiroler Bauernhöfen werden täglich über 1 Million Liter Milch in die Tirol-Molkerei geliefert, wo Käse, Joghurt, Sahne usw. so hergestellt und unter dem Markennamen Tirol bis São Paulo erfolgreich vermarktet werden. Não adianta nem me abandonar. In den Nachbargemeinden befinden sich auch einige große Industriebetriebe. Hier werden Hydranten und Turbinen hergestellt. In diesem modernen Industriebau sind Roboter bei der Schweißarbeit. Es werden Hebebühnen produziert. Der Staudamm und das Stromkraftwerk in Luzerna mit der imposanten Gießerei wurden vom eingewanderten Pionier Franz Lindner aus Farn in Südtirol erbaut. Das Klima hier, wo alles Tirol heißt und wo nur in traditionellem Tiroler Stil gebaut werden darf, gleicht vielfach dem Südtiroler Süden. Auch die florierende Gastronomie in 13 Linden wird mit dem Markenzeichen Tirol in ganz Brasilien erfolgreich vermarktet. Das ist mehr oder weniger die Marke 13 Lindens. Dieser Tourismus, der heute hier in 13 Linden, das ist gar nicht so wenig. Man könnte fast sagen, das ist sogar ziemlich viel, was das in der Ökonomie 13 Lindens ausmacht. Bei uns ist der tiefste Winter in den Monaten Juni und Juli. Und da kommen die Gäste besonders aus Nordbrasilien, da ist das ganze Jahr immer warm ist, um hier eben Kälte zu erleben. Und wenn das dann nicht der Fall ist, weil es manchmal warm bleibt, auch im Winter hier, dann gehen sie mit ihren Koffer voller warme Wäsche wieder traurig zu ihren Häusern zurück. Und das größte Erlebnis wäre, wenn sie hier eben einen Finger Schnee erleben könnten. Und das kommt halt nur alle paar Jahre vor. Die Kultur ist vorherrschend österreichischer oder Tiroler Kultur. Und da sehen Sie ein, die Notwendigkeit, diesen Namen, diese Marke hier zu erhalten. Und deswegen sind sie mehr oder weniger alle damit eingespannt oder alle damit einverstanden, nicht nur einverstanden, alle bemüht, damit sich das so erhält. Treffen sich da? Ja, die Tiroler, die paar Tiroler, was noch sein und die Abstammung davon. Ne? Und so wie oft kommen die? Ja, Sonntag nach der Messe und wenn sie gerade vorbei, dann gehen sie rein. Aber sonst mehr lebe ich von den auswärtigen Leuten, die von der Stadt kommen, Urlaub machen in 13 Linden. Das ist halt wenn. Dann sagen wir drei. Wie geht denn nicht? Geh mal.
Wie lang sind Sie in 13 Linden? 74 Jahre. Bin 9 Jahre bin ich gekommen. Was hat den Vater bewogen, daher zu gehen? Ja, der Vater hat hauptsächlich den Krieger, den zweiten Krieg ausgestellt. Den ersten hat er ja gemacht, den zweiten hat er gesagt, hau du. Und wie war es da so in der ersten Zeit? Arbeiten haben wir halt viel müssen, das schon. Weil ich ja zuerst noch hübsch Wald gewesen, als wir in den Wald wegstehen und nachher bauen. Haben wir? Wir nicht, die Kinder, die Mutter schon. Wir nicht. Wir sind zu jung weggekommen, sind wir schon da gewesen gewesen. So. Ne, sind wir schon so gewesen gewesen. Und so, uns gefällt es ganz gut. Da. Und Deutsch reden tut es immer noch? Ja, alle. Wir ja alle haben. Meine Kinder kennen alle Deutsch. Bereuen Sie es nicht, dass Sie da herüben sind? Nein, nein, das sind wir schon angewöhnt, nicht? Ja. Und so viele Jahre, dass ja. Das schon bin? Viermal bin ich umgekommen, nochmal. Die Heimat nicht. Aber wir sind zu kalt gewesen. Ja. Der trockene Dinge da in Tirol, nicht? In Südtirol hat es mir gepasst. Weil da ist mein Mann her, nicht von Südtirol, von Wellerschnofen. In Wellerschnofen hat es mir viel besser gepasst. Da ist die Luft auch so feucht als wir da. Und nicht in Tirol, da ist es trocken gewesen, nicht? Da haben wir ein bisschen Schnapsel getrunken, dann ist es schon vergangen. Guten Morgen, Frau Konsulin. Herzlich willkommen. Die Südtiroler sind sehr unternehmungslustige Leute. Und das macht sich bemerkbar. Mein Vater ist ja ein geborener Südtiroler. Er wurde geboren in Fahren bei Brixen. Und sein ganzes Leben lang bedauerte er, dass der schönste Teil Tirol verloren gegangen ist. Er sagte immer zu mir, er nannte mich Annele. Annele, du weißt nicht, wie schön diese Südtirol war. Als er sah, dass die 30 Rentner die ersten Jahre, wie die sich schwer getan haben, ihr Getreide zu dreschen, dann hat er sofort eine kleine Dreschmaschine erfunden, eine billige kleine Dreschmaschine, und hat angefangen, sie herzustellen, damit er seine Landsleute hier in 30 Rentner helfen konnte. Er hat auch eine Stromleitung raufgezogen. Dann baute er zwei Lichtkraftwerke für unseren Betrieb. Die ersten, wo das Licht bekommen haben, die Stromleitung, waren die drei Zylindner. Jetzt können Sie sich vorstellen, ohne eine richtige Straße, die Stromleitung ungefähr 30 Kilometer hierauf, das war wirklich eine Pionierarbeit. Haben Sie Beziehungen zu Südtirol? Aber ganz bestimmt und sogar sehr gute. Wir waren schon zweimal bei Landeshauptmann Dr. Louis Dürnwalder gewesen. Er hat uns immer sehr nett empfangen. Und ich freue mich besonders durch meine Arbeit, dass ich diese Freundschaftsbrücke, das schon durch 20 Jahre lang, immer noch verstärken kann. Bei unseren kulturellen Gruppen sind Österreicher, Deutsche, Italiener, Brasilianer, das ist alles vermischt. Alle sehen das ein, dass 13 Linden eigentlich die vorherrschende Kultur, die österreichische Kultur sein soll und auch so bleiben soll. Alemão me falta porque muitos turistas me pedem porque eu não sei alemão. Eu acho muito interessante porque é uma forma de resgatar a cultura, né? Assim a cultura nunca irá morrer, assim, sempre irá continuar. Você vai passando de gerações em gerações e sempre. Unsere Jugend, Gott sei Dank, es sind viele, die Deutsch lernen. Wir haben hier in der Schule Deutschunterricht, das ist die Zweitsprache. Und wir haben auch noch eine eigene Deutschschule, das ist ganz bemerkenswert. Das sind Italiener, die da in die Deutschschule gehen, sind Brasilianer. Solche Menschen mehr oder weniger, die mit dem Deutschen mehr oder weniger fast nie was zu tun hatten. Logisch, man weiß,
bei der Jugend ist das gar nicht so leicht, dass man das einhält, dass sich das nicht, dass das nicht verloren geht. Aber die Leute, die sehen ein, wenn wir diese, unsere Kultur, die österreichische Kultur erhalten wollen, damit geht mehr oder weniger notgedrungen die Erhaltung der Sprache. Wie fühlst du dich so als Südtiroler Abstammung? Ich fühle mich ein Tiroler. Was machst du auch so, um ein Tiroler zu sein? Ja, ich mache Musik, spiele Trompeten, gell, mit Tiroler Musik, gell, und mache Obstler, ist auch etwas Tirolerisch. Hast du nie gedacht, nach Tirol zurückzukommen, nach Südtirol? Nein, kennen schon, ja, aber ich bin heute halt da und ja, meine Familie, meine Musik, ich mache alles da, ich lebe von da einfach. Ne? Meine Heimat ist da, aber ich fühle mich in Tiroler. Wir sind Brasilianer, aber in unser Blut ist Tiroler. Und wenn wird er ja mal nach Südtirol kommen? Vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber in ein paar Jahren. Bevor ich schon noch kennenlerne, wo ist mein Opa geboren. Ich bin eigentlich in einer Werkstatt aufgewachsen mit dem Großvater und so vor 6-7 Jahren alt. Da habe ich angefangen und nachher ist halt nicht mehr, habe ich nicht mehr aufgehört. Die Beziehung zur Südtiroler Holzschnitzerei, zum Gredental und alles, das ist sehr stark. Ne? Wer sind die Auftraggeber? Ganz unterschiedlich. Von der Kirche aus religiöse Figuren, privat heiße auch Figuren und nebenbei mache ich auch Bronzefiguren. Sagt Ihnen das Tirolertum etwas, das Tirolersein, die Tiroler Kultur? Selbstverständlich. Das ist irgendwie sogar ein bisschen komisch, dass man sich Brasilianer fühlt und sowieso auch Tiroler. Wenn ich das erste Mal in Tirol gekommen bin, da war ich 19 oder 20 Jahre alt, und sobald es der Früh geworden ist und ich habe die Berg gesehen, das ist mir vorgekommen, ich gehöre dort gleich dazu. Ne? Das kommt einfach von daheim und davon kommt man nicht an. Ne? Wer einmal Tiroler gewesen ist, der bleibt es ja. In Brasilien ist 13 Dinten als Ort der Holzbildhauer bekannt. Ursprünglich wurde Gröden kopiert. Touristen wie in Gröden. Der erste ganz große Erfolg war das monumentale Kreuz von Gottfried Thaler für den Eucharistischen Weltkongress in der Hauptstadt Brasilia. Heute ist das Kreuz in der blauen Don Bosco-Kirche in Brasilia. Thalers Monumentalfiguren sind in ganz Brasilien bekannt. Das beste Holz ist bei uns das Zedernholz. Die Zedernholz lässt sich sehr gut bearbeiten. Ist mir lieber als wie der Zirmtrieben und als wie die Linde. Ich habe mir es angeschaut in Oberammergau, da tun sie die meisten Figuren fassen. Aber bei uns sind die Hölzer so schön, die Stämme, dass direkt schade ist, so eine Figur einlassen, irgendwie fassen. Gell? Dann lassen wir es lieber in Natur. Im Süden des Bundesstaates Santa Catarina, ein paar Autostunden von 13 Linden entfernt, findet man einige Kleinstädte mit Fachwerkbauten. Die Landschaft ist deutsch geprägt. Seit 1830 kamen hierher zehntausende Siedler aus Deutschland. 100 Jahre lang war dieser Teil Brasiliens das beliebteste Auswandererland zahlloser Nordtiroler, Südtiroler und Welschtiroler. Schon vor der Auswanderung besuchte Minister Thaler diese Orte. Er entschied sich trotzdem für eine Siedlung im unerschlossenen Hinterland. Thaler glaubte, ein Tiroler kann sich in der Ebene nie heimisch fühlen. Auch gab es hier Überschwemmungen, Tropenkrankheiten und eine hohe Kindersterblichkeit. Im 900 Meter hoch gelegenen 13 Linden war eine Impfung nie erforderlich. In den deutsch geprägten Süden zog nach dem Ersten Weltkrieg auch die Familie Brugger aus Klausen. Der Vater war Arzt. Durch die deutsche Sprache und sein Interesse für die Landwirtschaft brachte er es sofort zu Ansehen. Herr Dr. Brugger, Ihr Vater wollte hier Äpfel anbauen wie in Südtirol, war stolz darauf. Was ist da so Besonderes? Er erinnerte sich gerne daran an die
schönen Äpfel im Erdstrahl, ne? Und wollte hier mit Gewalt versuchen, die auch reinzubringen. Es gab aber leider Erkrankungen unbekannten Ursprungs, welche er dann im Laufe der 10, 20 Jahre, die er das studiert hat, entdeckt hat und wurde dadurch auch als Dr. Honoris Causa von der hiesigen Universität entdeckt. Sie sind ein Anhänger der brasilianischen Weine und Sie glauben, diese Weine seien bereits so gut wie in Ihrer alten Heimat Südtirol. Zu der damaligen Zeit waren die Weine hier, wie man zu sagen pflegt, Sauerampfer. Und einige Bauerngemeinschaften wurden auch dazu gezwungen, jetzt auf einmal bessere Weine zu tun, weil die Leute ganz einfach drauf kamen, man muss nicht schlechten Wein trinken. Und im Laufe dieser letzten 40 Jahre haben sich die Weine so verbessert, dass es darunter bestimmt einige Weine gibt, die ich sagen würde, auch international bereits anerkannt werden als wirklich gute Weine. Dr. Brugger lebt in Caxias do Sul. Das Telefonbuch der Stadt liest sich trotz der deutschen Familiennamen wie Brugger und Eberle wie das Telefonbuch von Trient. Es ist das Zentrum der Welschtiroler Auswanderer. Weinbau wie im Trentino sogar rund um das Einwandererdenkmal. Eine Würdigung für die Vorfahren, die wagemutigen Tiroler, Audaci Tirolesi. Es kamen vor allem Weinbauern aus dem Trentino hierher. Sono nato in Brasile, anche i miei genitori sono nati qui in Brasile e i nonni sono arrivati da Trentino, Velstirol e del Südtirol. Di Trentino di Primiero, che dicevano Primeur, né? E di Meran in Südtirol. A casa parlavo solo in dialetto con una nonna mia di Primiero. Interessante è che non si diceva parlare italiano o parlare l'italiano o dialetto trentino. La mia nonna, per esempio, non ha mai sentito la parola trentino come dialetto, ma sempre niente a parlare in tirolese. E questo è che è interessante che in Brasile noi manteniamo la nostra identità come tirolesi. Essere tirolese non vuol dire parlare solo il tedesco. Io parlo il tedesco con il dialetto sprechen, Südtirolerisch, come reden, das ist ganz normal. Ma aber wenn man denkt an, in Brasilien, man denkt an Tiroler, kann man auch sagen, so die Welschtiroler, ne? Am meisten sind die Welschtiroler gekommen, ne? Und so, sie sind nach der 175 von Zugannertal kämen, von Valagarina, Lagertal kämen, Primiero, Edstol. Und interessant ist, dass die Welschtiroler, sie erhalten noch Dialekt und Kultur und sie fühlen sich als Tiroler. In Treitslinden oder in Nova Trento oder in Rio dos Cedros oder in Rodeio oder in Piracicaba oder in San Paolo, wer Trentiner ist, ist auch Tiroler, ist Welschtiroler. In Brasilien, wir halten noch unsere Kultur, unsere Identität als Tiroler. Und ich glaube, das ist sehr positiv. Wir sind, was wir sind. Welschtiroler, Nordtiroler, Südtiroler, aber Tiroler, das sind wir. Ne? Wir sind dran, wir sind
Und so vereint sich in Wohlgefallen Tiroler Tradition mit brasilianischer Lebensart. Die Traumwelt des Karnevals macht in Brasilien alles möglich. Lederhosen, Dirndln und Samba. Die Schublattlergruppe von 13 Linden beim Karneval in São Paulo vor stilisierten Alpengipfeln, das ist die Probe. Und dann das Millionenspektakel mit Tiroler Trachten und verkleideten Skifahrern. Tirol Brasileiro begeistert via Fernsehen seit Jahren immer wieder ein Millionenpublikum. Diese Bilder würden wohl die kühnsten Visionen vom alten Landwirtschaftsminister Andreas Thaler übertreffen, obwohl Zuckerlen und Schokolade auch hier nicht auf den Bäumen wachsen.